Sag ja. Ich denke schon, ja. Also das kommt in die Sendung kommt jetzt ziemlich teuer, weil wir jetzt Zweite sind und zwei Mikrofone. Zahlen Sie Beilage oder schauen Sie schwarz? Das Mami zahlt. Das Mami zahlt? Dann möchten wir uns bei Mami recht herzlich bedanken fürs Beilage zahlen. Ja, einen schönen Gruß. Damit Sie jetzt die Beilage nicht zahlen müssen, also per Einzahlung geschehen, könnten Sie die uns direkt Cash jetzt in Bar gerade auszahlen. Ich habe gerade nicht genug dabei. Ich weiß nicht mal, wie viel. Ah, wie viel haben Sie dabei gerade im Moment? Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich glaube so 20 Franken. Ja, das können Sie uns einfach alles geben. Wir nehmen einfach alles, was wir haben. Ja, weil Fernsehen schauen kostet Beilage. Ich meine, wir arbeiten ja nicht gratis. Oder? Mhm. Jetzt sind wir brutal am Arbeiten. Und das kann man doch nicht einfach sagen, dass wir das gratis machen müssen. Nein, ich zahle schon. Also, Sie können es zahlen, und zwar gerade jetzt bar auf die Hand. Kein Geld. Ja, kein Geld. Das ist dann gehen wir zusammen noch nächstes Bankomat. Kort, ist leider kaputt gegangen. Ja, eben, ich könnte jetzt schnell den Toni Brunner machen, und dann müsste ich aber etwas haben, oder? Für 10 Franken. Wie heisst ihr? Helin. Helin. Ja, hoi Helin, hoi ist Helin. Jetzt muss ich zuerst in den Toni Brunner reinkommen. Ich will mal lachen. Was ist Helin da? Wo du Wippingen hochgehst. Ja, ein linker Kreis, wenn du mich fragst. Hat also super. Noch nie eine SVP gewählt. Stimmt's, Nazi? Super, nein. Der Merkel, Toni Brunner. Ja, hör jetzt auf, verspindlich. Ich bist du gut. Zum Beispiel das T-Shirt. Könnte man die Hose und die Schuhe. Die würden mir nicht passen. Ja. Grüezi. Vom Schweizer Fernsehen. Wir machen eine kleine Umfrage über die Beilage. Zahlen Sie Beilage? Aber ich bin doch selber auch vom Fernsehen. Ah, das ist auch vom Fernsehen? Ja. Ah ja. Ja, das ist natürlich ein grosser Laden, da kann man nicht ganz alle kennen. Was machen Sie denn direkt am Fernsehen? Ich moderiere. Ah ja? Ja. Auf dem SRF 2 in dem Fall? Ja, meistens, ja. Oder Infokanal? SRF... SRG. Es hat sich gerade geändert, kürzlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe jetzt Ihr Gesicht erkannt, aber den Namen kann ich jetzt nicht gut sagen. Müller. Mike Müller. Oder Mike, natürlich. Am Giacomo Müller. Ja? Ja. Das ist der andere. Das ist der andere, ja. Ja, jawohl. Und darum bitten wir uns mal bedanken bei Ihnen, dass Sie uns immer schauen. Und dass Sie Beilage auch immer zahlen. Ja, genau. Ich hoffe, Ihr habt Tatang mit der Beilage. Aber ich hoffe, dass ich nicht im Fernsehen komme. Nein. Nein, ich will nicht im Fernsehen kommen. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Also ich sehe es dann. Wenn auch jetzt würde Freddy Hinz spielen, ich spiele schnell für euch zum Beispiel. Dann würdet ihr etwas zahlen? Ja, das wäre möglich. Das ist eine Vorführung. Soll schnell etwas spielen? Ja. Hey, das finde ich so gut. Und dass du jetzt etwas willst zahlen, wenn ich den Freddy Hinz mache. Das finde ich auch so toll. Weißt du, das zahlt mir sonst ja nie ein. Etwas für die Notschlafstelle. Hast du mir 2 Stutz für meine Dienstleistung jetzt gerade? Sie können das Glas Amarone dort hin. Ach, das nehme ich auch. Gut, machen wir das. Ja. Super, ja, ein super roter miteinander. Ja, Amarone. Ja gut, wir gehen jetzt. Amarone trinken. Ja, genau, wir machen mal Dienstschluss für das. Ja, wir haben Pause. Gut. Sag ja. Ich denke schon, ja. Also das kommt in die Sendung kommt jetzt ziemlich teuer, weil wir jetzt Zweite sind und 2 Mikrofone. Zahlen Sie Beilage oder schauen Sie schwarz? Das Mami zahlt. Das Mami zahlt? Dann möchten wir uns bei Mami recht herzlich bedanken fürs Beilage zahlen. Ja, einen schönen Gruß. Damit Sie jetzt die Beilage nicht zahlen müssen, also per Einzahlung geschehen, könnten Sie die uns direkt Cash jetzt in Bar gerade auszahlen. Kennen? Was machen Sie denn direkt am Fernsehen? Ich moderiere. Ah ja? Ja. Auf dem SRF 2 in dem Fall? Ja, meistens, ja. Oder Infokanal? SRF... SRG. Es hat sich gerade geändert, kürzlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe jetzt Ihr Gesicht erkannt, aber den Namen kann ich jetzt nicht gut sagen. Müller. Mike Müller. Oder Mike, natürlich. Am Giacomo Müller. Ja? Ja. Das ist der linke Kreis, wenn du mich fragst. Hat also noch nie eine SVP gewählt. Stimmt's, Nazi? Super, der Merkel, Toni Brunner. Ja, hör jetzt verspindlich. Ich bist du gut. Zum Beispiel das T-Shirt, könnte man die Hose und die Schuhe. Die Schuhe würden mir nicht passen. Ja. Grüezi,
vom Schweizer Fernsehen. Wir machen eine kleine Umfrage über die Beilage. Zahlen Sie Beilage? Aber ich bin doch... Ich bin doch selber auch... Ich bin selber auch vom Fernsehen. Ah, das ist auch vom Fernsehen? Ja. Ah ja? Ah, ja. Ja, das ist natürlich ein grosser Laden, da kann man nicht ganz alle. Ich habe gerade nicht genug dabei. Ich weiß nicht mal, wie viel. Ah, wie viel haben Sie dabei gerade im Moment? Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich glaube so 20 Franken für mich. Ja, das können Sie uns einfach alles geben. Wir nehmen einfach alles, was wir haben. Ja, weil Fernsehen schauen kostet Beilage. Ich meine, wir arbeiten ja nicht gratis. Oder? Mhm. Jetzt sind wir brutal am Arbeiten. Und das kann man doch nicht einfach sagen, dass wir das gratis machen müssen. Nein, ich zahle schon. Also, Sie können es zahlen, und zwar gerade jetzt bar auf die Hand. Kein Geld. Ja, kein Geld. Das ist ja, dann gehen wir zusammen noch nächstes Bankomat. Gott, das ist leider kaputt gegangen. Eben, ich könnte jetzt schnell den Toni Brunner machen, und dann müsste ich aber etwas haben, oder? Für 10 Franken. Wie heisst ihr? Helin. Helin. Ja, hoi Helin, hoi ist Helin. Jetzt muss ich zuerst in den Toni Brunner reinkommen. Ja, ich will mal lachen. Wow! Ist Helin da? Wo du Wippfinger hoch, gell? Ja, ein Huren.